zusammen. Heute gibt es wieder ein Charm-Update von mir. Ich habe so viel Fimo gebastelt in letzter Zeit. Da haben sich wieder einige Charms angehäuft. Ganz viele Cupcakes sind dabei. Ein paar Donuts. Aber ihr werdet es ja gleich sehen. Ich schwenke dann wieder um auf meinen Schreibtisch. Und dann zeige ich euch die Sachen. Ich muss jetzt ein bisschen schneller machen, weil mein Akku ist ein bisschen leer. Und ich hoffe nicht, dass es zwischendurch ausgeht. Ich hoffe, ich kriege das dann noch gedreht. Das hier ist ein kleiner Roboter, den habe ich schon mehrfach im Netz gesehen, den hatte ich auch schon mal gebastelt und den habe ich hier in dem Fall lackiert und das helle, der Stern und hier die zwei Teile, die sind mit Glow-in-the-Dark Fimo gemacht worden und von hinten ist er halt glatt und das ist so ein kleiner Auftrag, den ich für meine Mom gemacht habe. Die wollte einem Kind zum Schulanfang einen Schlüsselanhänger schenken und da soll halt so ein Roboter dran. Dann geht es jetzt weiter mit einer dicken Torte. Die habe ich wieder gemacht mit meiner Radiergummi-Mold. Und ja, einfach hier so schön Glitzerfimo und eine Erdbeere. Und dazu gibt es ein etwas kleineres Stückchen mit einer anderen Form unten als Base. Und dann habe ich ein paar Oreos gemacht. Einmal hier ganz bunt aus Reste-Fimo gemacht. Mit Schokofüllung. Hier ist ein bisschen dick geworden. Dann einmal gelb mit Glow in the Dark. Ich gucke mal gerade, ob ich das hinkriege, dass ich euch zeige, wie das leuchtet. Halt es mal gerade an die Lampe und dann schauen wir mal. Könnt ihr es sehen? Oh, ich kriege das nicht so klein. Nee, es kommt noch zu viel Licht rein. Sieht man leider nicht. Dann noch ein Oreo, den habe ich mal lackiert und hier so Mikroperlen und auf der anderen Seite ein paar Glitzersterne. Da war nämlich so eine unschöne Stelle, die musste ich dann ein bisschen kaschieren. Dann eine Reihe an Donuts. Ja, das ist ein bisschen blöd gewesen, das ist zu flüssig geworden, was ich drauf gemacht habe, um die Perlen reinzustreuen und dann ist das hier runtergelaufen. Naja, wer weiß, vielleicht sieht es ja doch ganz schön aus. Und dann das gleiche ist halt hier auch passiert. Ich habe halt so eine Reihe gemacht, wo ich ein bisschen was mit Fimo Liquid getestet habe. Und ja, ist dann halt in dem Falle leider was runtergelaufen. Und hier habe ich in Glow in the Dark Fimo rosa Glitzer eingearbeitet. Das finde ich sieht eigentlich ganz schön aus. Bis auf jetzt das hier wieder alles runtergelaufen ist und hier mit Bissstelle ist. Mache ich wahrscheinlich jetzt mal öfters in so helles Fimo Glitzer einarbeiten. Dann ein paar Cupcakes. Upsala. Auch wieder mit so einem Glitzer-Fimo. Das war das, was ich bei der Creativa geholt habe. Das nannte sich da ja Schmuck-Modelliermasse oder so ähnlich. Und in dem Fall habe ich bei dem Cupcake, weil mir gefällt es nicht immer, wenn alles so lackiert ist. Ich finde halt schöner, wenn halt beim Cupcake so matt ist, aber dann so kleine Akzente, wie hier zum Beispiel der Stern mit Fimo-Lack hervorgehoben wird. Also es fällt ein bisschen mehr auf und das finde ich dann ganz schön. Dann noch zwei Cupcakes mit Limette. Da habe ich das auch mit Flüssig-Fimo versucht dran zu kleben. Das ist aber auch im Backofen zu stark erhitzt worden, dass es extrem flüssig wurde und hat es sich hier unten abgesetzt. Aber ich fand es jetzt nicht so schlimm, dass ich es unbedingt abkratzen wollte. Dann bleiben die halt so. Und die Base ist auch mit so einem blau-lila und dann was Glitzer. Dummdi-dumm, was haben wir als nächstes? Was wollte ich euch zeigen? Ach, hier nochmal so ein mit lackiertem Stern. Dann eine Reihe kleiner Cupcakes, hoppala. Da habe ich auch Reste Fimo genommen. Und hier das helle ist immer Glow in the Dark. Und halt mit einer anderen Cupcake Base gemacht. Einmal ohne, einmal mit einer anderen Form. Dann habe ich noch gemacht einen ganz kleinen Ice Cream Scoop. Ja, wahrscheinlich Schokolade, Pistazie, so soll das dann wahrscheinlich sein.
dann noch ein kleines Eis mit auch Glitzer und das habe ich dann nachher noch lackiert mit leckerer Füllung. Dann ein Pralinchen mit Füllung. Die Unterseite ist nicht so schön geworden mit dem Lackieren, muss ich vielleicht nochmal nacharbeiten. Und dann auch eine Praline oder ein kleines Törtchen, wie man das auch bezeichnen mag, mit Erdbeere. Und da die Scheiben, wenn ihr das oben drauf seht, da habe ich auch Fimo zusammengemischt, was ich noch so rumliegen hatte. Habe dann da eine kleine Wurst gerollt und dann abgeschnitten. Und das fand ich passte halt ganz gut zur Dekoration. Dann habe ich hier noch kleine Kuchenstücke gemacht mit Erdbeere obendrauf. Und dann auch lackiert. Dann mehrere oder sagen wir mal drei Kekse mit so einer Füllung. Da habe ich einfach ein Herzausstechförmchen benutzt. Und dann auch Fimo Liquid und die Mikroperlen drauf. Und das andere habe ich mal lackiert zum Vergleich. Weil da ist die Unterseite nicht so schön geworden. Da ist auch was von dem Fimo Liquid runtergetropft. Das habe ich dann hier abgemacht, abgekratzt und dann war das so eine raue Stelle und durch den Lack habe ich das ein bisschen wieder reparieren können, dass man das nicht so sieht. Hier seht ihr ja, da wo es so glatt ist, da habe ich dann mit Schmirgelpapier rumgeschmirgelt. Dann habe ich auch mal eine Mold gemacht zu einem Leibniz-Keks. Ich finde, da ist die Schrift sehr gut geworden. Und ja, matt gelassen. Dann, ach hier noch zu den Donuts, die ich eben gezeigt hatte, auch mit einem anderen Ausstechförmchen mal was ausprobiert, marmoriert leicht das Fimo. Und hier ist mir auch die Matschepampe wieder runtergelaufen, aber naja, war ja alles mal nur ein Versuch. Dann habe ich zwei Donuts gemacht mit so Pünktchen als Streuseln und die gleichen habe ich noch gemacht mit einer Bissstelle. Und dann nur die Oberseite lackiert. Das finde ich bei Donuts immer ganz schön, wenn die Glasur dann glänzt und der Rest matt ist. Das finde ich macht noch einiges her. So, und dann kommt noch mein Kawaii Candy Apple. Upsala, warte. Und ja, im Nachhinein habe ich mit Sekundenkleber oder Schmucksteinkleber dann noch das Hölzchen festgesteckt. Jetzt kommen eine Reihe Cupcakes und noch ein paar Donuts. Die habe ich dann an einem anderen Tag gemacht. Sorry, dass es so raschelt. Ich habe das ein bisschen separat hingelegt. Und dann geht es mal weiter mit einem Donut mit Schokoglasur und Glitzer. Und da habe ich ebenfalls die Schokoglasur im Anschluss noch lackiert. Ich finde, das sieht irgendwie besser aus. Dann hier auch so. Da habe ich zwei gemacht mit pinker Glasur und so ein, von so einem Nail Art so ein Stückchen, so eine Blume drauf gemacht. Und fast auch immer alles lackiert, was oben drauf war. Dann kommen eine Reihe Kekse. Da habe ich jetzt aber nicht mit Pastellkreiden noch das so eingetönt, weil ich einmal nur testen wollte, wie das mit dem Fimo Liquid klappt. Ich habe Mikroperlen drauf gemacht, weil ich wollte halt sehen, wie dick das sein muss, damit es mir nicht mehr runterläuft. Insofern habe ich mir da halt auch nicht die Mühe gemacht, da den Keks noch schön einzufärben. Dann noch zwei andere Kekse, wieder einen anderen Glasur. Ich habe alles Mögliche mit Glasurinhalt getestet. Deswegen sind die Charms selber nicht so berauschend geworden. Es ging mir dabei nur um das Flüssig-Fimo und wie es sich verhält in verschiedenen Konsistenzen. Dann noch so Kekse. Da habe ich dann diese, was ist das, Blutorangenscheibe auch mit Flüssig-Fimo festgeklebt. Und jetzt kommen eine Reihe Cupcakes. Da habe ich hier zum Beispiel die Sahnehaube auch selber gemacht.
Da werde ich vielleicht gleich im Anschluss noch ein Tutorial drehen, wie ich das gemacht habe, wenn man halt keine Mold hat. Und dann auch noch immer hier oben das Sahnehäubchen lackiert, damit es schön glänzt, die Glasur. Da ist dummerweise die Cupcake Base ein bisschen schief geraten. Und dann noch zwei kleine Cupcakes. Mit hier mit Äpfelchen. So, und gestern habe ich noch mal was rumfimuliert, weil ich noch meine neuen Molds getestet habe, die ich gemacht habe. Jetzt zeige ich euch aber erstmal diese hier noch. Huch. Ach Mensch, Plums. Immer schön. Also mir gefällt das, wenn ich oben nur dieses Glasierte lackiere. Das finde ich irgendwie, macht noch was her. So, und dann habe ich mir eine Form gemacht für so einen Gebäckkringel. Und das sieht halt so aus mit einer Füllung. Und die andere Seite habe ich mit Schokoglasur gemacht und Glitzer. Könnt ihr das schön erkennen? Und dann natürlich auch wieder nur das Schokozeug lackiert. Dann eine. Das war eigentlich mein Amaratini, aber dadurch, dass ich da oben so viel Zeug drauf gepatscht habe, seht ihr hier leider diese Spitze von diesem. Die haben ja hier immer so ein kleines Hügelchen oder Schwänzchen, wie man das auch immer nennt. Das sieht man jetzt dadurch halt nicht. Dann habe ich schöne neue Molds gemacht und habe dann auch diese etwas größeren Cupcakes mal gemacht. Da habe ich in dem Fall Mikroperlen auf der Sahne drauf. Ich habe ja jetzt dieses Amazing Mold Putty und da hatte ich halt das Problem, dass mir aus den Förmchen das Fimo nicht so gut rausgeht. Ich weiß nicht, ob das jetzt dann mal besser geht. Ich habe die alle nochmal unter Wasser sauber gemacht mit Seife. Das hatte irgendwie so eine schmierige Schicht und das hat mit dem Fimo scheinbar irgendwie eine Verbindung eingegangen. Und das habe ich total schlecht rausgekriegt und mit Babypuder, das hat auch nicht geholfen. Insofern ist die Base halt ein bisschen misslungen. Nichtsdestotrotz, trotzdem finde ich sie ganz gut. Dann auch hier auch so Resten wieder was an der Base gefriemelt. Diesmal mit Blauglitzer. Und das Ganze dann mal so in Pink. Und hier die Streusel, also die hellen Streusel hier, das sind Glow-in-the-Dark Streusel. Hier noch ein Pinker mit Glitzer. Den finde ich irgendwie besonders cool. Weil da ist das Flüssig-Fimo so mittelfest gewesen. Und es ist dann aber trotzdem, dadurch, dass es ja im Ofen heiß wurde, so ein bisschen runtergelaufen. Und das, finde ich, sieht irgendwie gut aus. Und dann noch mit Schokoglasur zwei Stück. Einmal gelbe Base und dann den Kuchen so ein bisschen marmoriert. Dann nur so ein bisschen Schoko drauf, ohne andere Glitzerstreusel. Und hier halt mit Streusel. So, jetzt möchte ich euch noch kurz was zeigen. Und zwar werdet ihr jetzt eventuell fragen, was ist denn das hier, was die Kiki da oben in die Glasur reingemacht hat. Das, wenn ihr das cool findet, das könnt ihr wahrscheinlich demnächst bei mir im Davanda-Shop kaufen. Das ist Falschzucker. Und da werde ich dann was von verkaufen und dann könnt ihr euch das auch auf eure Cupcakes machen. Ich werde aber zu dem Shop dann in einem anderen Video noch mal genauer was sagen. Und ja, der ist, befindet sich halt gerade noch so im Aufbau. Da möchte ich auch Molds verkaufen. Aber ich muss erst mal sehen, wie sich das alles so entwickelt. Und ich werde euch einfach auf dem Laufenden halten. Und sage dann jetzt erstmal Tschüss, bis demnächst.